Was los? Was los, YouTube? Es ist ein wunderschöner Freitagmorgen um 7.21 Uhr. Ja, schon relativ spät für mich eigentlich, aber gestern war Feiertag. Heute ist für viele Brückentag. Für mich leider nicht, ich muss gleich arbeiten. Aber vorher geht es natürlich trotzdem ins Training, das heute, wie gesagt, ein bisschen später stattfindet. Und viele fragen ja, wie sieht es bei euch mit Ernährung aus? An Trainingstagen, an trainingsfreien Tagen. Total legitime Frage, kann ich verstehen, ist ja auch interessant. Vorab, bei mir ist das an Trainingstagen und an trainingsfreien Tagen absolut gleich. Ich tracke meine Kalorien, also trage fleißig ein, was ich esse und auch was ich trinke, wenn das viel Wumms hat. Und zeige euch das heute einfach mal über den Tag verteilt, ne? Fangen wir doch mal an. Ja, geht bei mir relativ unspannend mit einem Glas Wasser los. Hat natürlich keine Kalorien, trage ich somit auch nicht ein. Aber ihr seid erstmal, was den Flüssigkeitshaushalt angeht, schon mal ganz gut eingestellt. Beim Frühstück hat ja jeder so sein eigenes Ritual. Ich kann vorm Training einfach nicht wirklich was essen, weil da ist einfach zu wenig Zeit dann zwischen Essen und Training. Ich brauche da immer mindestens 2 Stunden Abstand, sonst kommt mir das alles wieder, sonst sehe ich das wieder beim Training. Deswegen gibt es bei mir morgens ein bisschen BCAAs, also Aminosäuren, damit meine Muskeln sich im Training nicht gegenseitig verdauen. Der katabole Teufel wird da erstmal umgangen. Dann gibt es da oben rauf noch ein wenig Kreatin und Beta-Alanin in einem netten Kombiprodukt. Oh. Und zwar 2 Löffelchen. Sieht jetzt aus wie 3, aber das erste war nur ein halber. Alter. Nicht mehr viel drin in der Dose. Genau, das Beta-Alanin und das Kreatin trage ich nicht ein, das sind halt nur marginale Kalorien. Was ich eintrage, sind die BCAAs. Das sind 50 Kalorien morgens, macht das aus. Sind dafür aber schon 10 Gramm Eiweiß. Genau. Das Ganze mixen wir jetzt mal und dann gibt es eine Gönnung. Zum Wohl. Damit ist aber noch nicht zu Ende supplementiert für den Morgen. Es geht noch ein bisschen weiter. Moment. Genau, das hatte ich in dem einen Trainingsvideo ja schon mal gezeigt. Ich hau mir jetzt noch 4 Kapseln L-Arginin rein. Einfach davon verspreche ich mir, dass meine Ausdauer so ein bisschen besser wird. Also ist es auf der Packung steht immer, ist es irgendwie für körperlich anstrengende Betätigung. Kommt beim CrossFit ganz gut hin. Glucosamin, einfach um meinen Gelenken was Gutes zu tun. Und Omega-3, essentielle Fettsäuren, weil ich einfach zu wenig Fisch esse. Ja, das tracke ich auch alles nicht. Von den Sachen müsste ich, wenn, ohnehin nur das Omega-3 tracken. Aber Omega-3 nehme ich durch und würde ich nie drauf verzichten, selbst wenn meine Kalorien voll wären und ich eigentlich keinen Platz mehr dafür hätte. Deshalb brauche ich es einfach gar nicht erst muss es gar nicht erst in meiner Kalorienbilanz auftauchen. So, weil an der Stellschraube würde ich nie drehen. Ja, ich versuche gerade so ein bisschen abzunehmen. Also ein bisschen und moderat und langsam. Bin dafür auf 2700 Kalorien zurzeit unterwegs. Das ist okay. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht demnächst noch mal ein bisschen erhöhe, weil ab und zu denke ich abends doch so, da könnte noch was gehen, essenstechnisch. Sowieso kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn ihr trackt, dann rauscht mit den Kalorien nicht zu schnell runter. Haltet das Defizit moderat, denn Hunger ist richtig ätzend. Und wenn ihr hungert, verliert ihr auch irgendwie die Lust am Tracken und das ist auch nicht Sinn der Sache. Tracking ist ja eigentlich dafür da, euch mit eurer Ernährung auseinanderzusetzen und dann auch zu sehen, okay, diese Lebensmittel kann ich in rauen Mengen essen, ohne dass es mir die Bilanz auseinanderschlägt und diese Dinge vielleicht eher moderat. Tracking ist nicht dafür da, dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt meine 2 Ben & Jerry's Becher getrackt und jetzt passt nur noch eine Banane rein. Das dann macht dann auch nicht mehr so viel Sinn. So, jetzt ein bisschen Kaffee noch. Tracke ich natürlich auch nicht, weil trinke ich schwarz. Auch ein kleiner Tipp an dieser Stelle.
Also ihr müsst jetzt nicht schwarz trinken oder so, aber vielleicht könnt ihr auch statt einem Latte Macchiato mit Karamellsirup morgens mal den Kaffee einfach nur mit Milch trinken. Man soll sich zwar ab und zu natürlich auch was gönnen, so, ihr sollt euch jetzt nicht geißeln, aber es ist so, wir trinken einfach sehr, sehr viele Kalorien unbewusst runter und in uns rein, die uns marginal sättigen, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, die häufig viel Kohlenhydrate mit sich bringen und Fette. Kann man einfach mal vermeiden und dafür hat man dann mehr Platz fürs Mittagessen oder Abendessen oder für einen Snack abends noch. So, jetzt aber genug gelabert. Ich gehe in die Box, trainiere, dann gehe ich arbeiten. Ich nehme euch mit. Bis gleich. Trautesheim. Training heute ein bisschen wilder. Es geht los mit 5x5 Front Squats. Ich bin schon mitten in den Sätzen. Aufgewärmt habe ich mich schon. Ich fange einfach mal ein paar Impressionen ein, wie ich hier leide. Abfahrt. So, 5x5 Front Squats mit 105 Kilo sind durch. Jetzt machen wir ein 10-minütiges E-Mom und zwar jede Minute ein Clean and Jerk, Gewicht erhöhen, Abfahrt. Clean and Jerk Imam durch. Ich habe mich langsam und stetig gesteigert. Bin am Ende bei 105 Kilo gelandet. Ist jetzt nicht die Welt. Für mich aber schon ganz okay. Jetzt noch ein kleines Workout und dann war es das auch schon. So. Eben gab es noch ein kleines nettes Workout. Und zwar 12 Bar Muscle Ups, 30 Handstand Push-Ups, 8 Bar Muscle Ups, 20 Handstand Push-Ups und 4 Bar Muscle Ups. 10 Handstand Push-Ups, vor Time, wie das Ganze aussah, seht ihr hier. Nach dem Training, kleinen Proteinshake, 50 Gramm Whey, sind ungefähr 200 Kalorien. Und damit habe ich dann erstmal schon das Gröbste an Protein gedeckt, zumindest nach dem Training. Kataboler Teufel ausgebremst. Bis gleich. So, Mittagessen ist am Start. Es gibt Sushi. Das Schöne ist, das habe ich beim Edeka um die Ecke gekauft. Die haben da so eine Theke, wo das frisch zubereitet wird. Da ist ein Barcode drauf. Ich kann das einfach abscannen, Nährwerte eingeben. Gar kein Problem. Der ganze Zirkus hat jetzt 718 Kalorien. 27 Gramm Fett, ist halt viel Fisch dabei, aber auch 27 Gramm Eiweiß. Das ziehe ich mir jetzt fröhlich rein. Ja, gefrühstückt habe ich nicht. Oh, jetzt sagen viele, oh, Frühstück, wichtigste Mahlzeit des Tages. Zum einen ist das Bullshit und zum anderen bin ich einfach kein guter Frühstücker. War ich noch nie, werde ich auch nie sein. Und dann spare ich mir die Kalorien lieber fürs Mittagessen auf und vor allem für ein kräftiges Abendessen, weil ich bin jemand, der braucht abends einfach sehr viel Essen. Ich ziehe mir das jetzt erstmal rein und dann schauen wir mal, wie ich mich sonst so durch den Tag hange, kalorientechnisch. Oh, 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 was ist das, was ist das? Oh, oh, oh. Gibt natürlich auch noch was zu trinken und zwar eine Club Mate. Ist ein bisschen Zucker drin, sind 100 Kalorien. Gönne ich mir aber, es ist Freitag und ich habe Bock drauf. Eine Ewigkeit später. Oh, Sonne ist am Start. Ja, mal kurz 5 Minuten durchatmen. Und gegen den Hunger, der so langsam aufkommt, es ist jetzt kurz nach 5, einen kleinen Proteinriegel. Ungefähr, warte mal, ich sag's euch, nee, ich sag's euch ganz, ganz genau. 261 Kalorien, 21 Gramm Eiweiß, 7 Gramm Fett. Völlig vertretbar, passt wunderbar in meine Nährwerte noch rein.
Ich habe heute Abend noch jede Menge Kalorien offen. Das wird ein Festmahl. Ich hau mir den Riegel rein. Ihr müsst dabei zugucken. Netter Riegel. Die Aussicht ist da. Was für ein Wetter. Hamburg kann Sommer. Man redet nicht mit vollem Mund, aber das Wetter ist wirklich gut. So, Schlusssport. Noch 2 Stündchen arbeiten oder so und dann geht's nach Hause. Irgendwann später. So, es ist soweit. Zeit fürs Abendessen. Wir haben es 7:30. Ich war eben ein bisschen einkaufen. Das Schöne am Flexible Dieting ist ja, dass man im Prinzip alles essen kann. Man muss halt nur tracken und gucken, dass du in deinem Kalorienrahmen bleibst. Deswegen gibt es für mich heute Brötchen. Ja, ich weiß, Brötchen und Pasta und für viele irgendwie verbotene Nahrungsmittel. Für mich nicht. Ich esse, wonach mir ist, worauf ich Bock habe und versuche mich da nicht einzuschränken. Außer, wie gesagt, von den Kalorien. Das sind Weltmeisterbrötchen. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Dazu Frikadellen aus dem Biomarkt. Frikadellen, sagen jetzt die Leute, ja, Fett tanken, da kann ich ja direkt einen Riegel Butter essen. Nein, das sind Geflügelfrikadellen. Okay, das sagt jetzt noch nichts, aber wenn man es hier sieht, sieht man es. Die haben nur 2,4% Fett auf 100 Gramm, also 2,4 Gramm auf 100 Gramm. 18,3 Gramm Eiweiß, also super. Sind natürlich Biomarkt, bisschen teuer, da zahlt er für 3 Frikadellen mal flott 5 Euro. Aber ich versuche eh meinen Fleischkonsum einzuschränken. Und wenn, kaufe ich gutes Fleisch im Biomarkt, weitestgehend. Von daher passt das für mich. Ja, dann gibt es halt für die Brötchen noch so ein bisschen Käse. Der eine ist ein Leitkäse, der andere ist ein Vollstoffkäse, sag ich mal. Leitkäse hat halt ein bisschen weniger Geschmack, aber dafür passt der super in die Makros rein. Und jetzt heißer Tipp, statt Butter, Philadelphia so leicht, kaum Kalorien, spart halt wirklich, wirklich, wirklich viele unnötige Kalorien, weil Butter ist ja eigentlich, also ist nicht, Fett ist ein Geschmacksträger, aber Butter ist irgendwie, hat man das Gefühl, immer nur dazu da, damit das Brötchen besser rutscht. Das kann man auch auf andere Wege lösen. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal meine Brötchen, halt die Kamera einfach mal rauf und danach sage ich euch, was das Ganze an Kalorien hat und ob noch was über ist. So, der Stullenteller ist fertig. Richtig schön deutsches Abendessen. Ich gucke hier gerade mal so, was ich an Kalorien fabriziert habe. Dieses Tellerchen hat jetzt 1150 Kalorien, 30 Gramm Fett und 70 Gramm Eiweiß. Kohlenhydrate sind mir eigentlich immer relativ egal. Manche kommen mit wenig Kohlenhydraten klar, manche brauchen ein bisschen mehr. Das ist einfach typenabhängig, würde ich jetzt sagen. Spielt damit ein bisschen rum, guckt, womit ihr euch wohlfühlt, wie ihr leistungsfähig seid, was eure Figur sagt. Ansonsten bin ich jetzt bei 2481 Kalorien, also ich habe noch 220 Kalorien für heute offen. Da ist ja noch ein kleiner Snack abends drin. Wie gut ist das denn? Bin bei 170 Gramm Eiweiß. Top safe. Habe eigentlich mein Ziel quasi schon erwischt. Bin bei 69 Gramm Fett. Auch voll im Rahmen. Also wenn ich mir heute Abend noch was eindrücke, dann eher ohne oder mit wenig Fett. Ich hoffe, ihr könnt hier schon sehen, ihr müsst euch, wenn ihr Flexible Dieting macht, also wenn ihr eure Kalorien zählt, nicht wirklich einschränken. Ihr könnt immer noch essen, worauf ihr Bock habt. Ihr habt immer noch Spaß an eurem Essen. Müsst irgendwie jetzt nicht so, oh, ich darf keine Kohlenhydrate oder ich darf keine Fette oder ich muss jetzt dies und das. Klar, es gibt andere Ernährungsformen, die funktionieren vielleicht für andere. Für mich ist das seit 4 Jahren irgendwie oder ja, 3-4 Jahren Schlüssel zum Erfolg. Wenn man das mal so ein bisschen verinnerlicht hat, dieses Tracken, Abwiegen und so weiter, dann ist es gar kein Akt mehr. Das geht quasi, geht einem easy von der Hand. Also auch da ist keine Rechtfertigung, oh, das ist mir zu aufwendig und da muss ich ja hin und her rechnen. Easy. Das Handy rechnet für euch, ihr müsst das nur eintragen und die meisten satteln eh die ganze Zeit am Handy. Dann kann man auch mal kurz ein paar Kalorien eintragen, ne? Hätte ich fast verschwiegen. Ich bin Clubmate-süchtig. Es gibt noch eine Clubmate. Es ist aber auch Freitag, sei mir gegönnt. Andere trinken Bier, ich hau mir halt noch eine Mate rein. In diesem Sinne, ich lasse es mir jetzt schmecken und wir sehen uns dann eventuell nachher noch für einen kleinen Snack. Mal sehen, ob noch was drin ist. Sind dann nach der Mate wohl nur noch 100 Kalorien, aber vielleicht finden wir dafür ja was. Bis später. 3000 Jahre später. Ein paar Kalorien habe ich mir noch aufgehoben für einen fantastischen Snack. Ja, die letzten 120 Kalorien investiere ich jetzt in Wassermelone. Ich kann mir noch so 270 Gramm gönnen, so viel kommen wir wahrscheinlich gar nicht zusammen. Ich werde sie mal aufschneiden.
ja, 290 Gramm. Das war's. Das kann ich noch genießen und dann gibt's gleich nochmal ein kleines Abschlussstatement. Eine Stunde später. Viertel vor elf. Auf dem Freitag. André gehen feiern. Ich mach mich Bett fertig. ja, so ist das, wenn man alt wird. Ich guck noch ein bisschen Regionals. Und ansonsten hoffe ich, ihr konntet vielleicht was aus dem Video mitnehmen. Vielleicht habt ihr mal gesehen, man muss sich gar nicht so einschränken, wenn man einfach nur ein bisschen abnehmen und in Form kommen möchte. Schagel wird bestimmt auch nochmal so ein Full Day of Eating machen. Was ganz interessant ist, weil der hat einfach einen komplett anderen Ansatz, wie er sich ernährt. Wahrscheinlich ein bisschen, was heißt gesünder, aber achtet halt mehr oft auf die Lebensmittel, die er sich reinfährt und nicht auf die Kalorienbilanz. Das ist bei mir so die Prämisse. Wie gesagt, ihr müsst euch nichts verbieten. Setzt euch ein Kalorienziel, setzt das ruhig erstmal ein bisschen höher an, guckt, wie ihr damit zurechtkommt, schraubt dann peu à peu runter, aber auch nicht zu viel. Ansonsten ja, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare, ich werde vielleicht nochmal so ein Full Day of Eating machen. Wie gesagt, bei mir ist ja kein Tag gleich. Ich mache das immer so ein bisschen Freestyle, weil ab und zu habe ich auch Essen mit irgendwelchen Kunden, bin auf Auswärtstermin unterwegs, dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Da muss man einfach flexibel sein und da ist so eine Tracking-App Gold wert. Vor allem, wenn man essen ist und natürlich habe ich jetzt im Restaurant keine Waage dabei, dann schätzt man halt so ein bisschen. Grob eingeschätzt ist immer noch besser als komplett verpeilt. Bei mir ist auch das Ding, wenn ich nicht tracke, dann bin ich zügellos, maßlos, ich fresse. Und wenn ich so eine App benutze, dann kann ich mich auf einmal kontrollieren. So, das ist bei mir, also für Leute, die gern mal einen über den Durst trinken, wollte ich gerade sagen. Für Leute, die gerne mal über die Stränge schlagen, was das Essen angeht, ist so eine Tracking-App schon Gold wert. Also die wurde quasi für Menschen wie mich erfunden, damit ich nicht mehr mit 105 Kilo durch die Gegend rolle. In diesem Sinne, liken, teilen, abonnieren, screenshotten, ausdrucken, Herzchen draufmalen, an den Kühlschrank hängen, Eltern und Freunden Bescheid sagen, alle CrossFit-Hipster auf Doom, abonnieren, dies, das, Ananas.